Lagerfeuer entzünden, brauchen wir zwei Alderholz. So, da unten wird es wahrscheinlich lang gehen zum Außenposten, den wir natürlich infiltrieren. Wo ich natürlich denke, dass wir da sehe ich schon den Qualm. Ich denke, dass wir da gute Chancen haben, dass das Außenlager und den Außenposten zu erobern. Sichern uns gute Chancen. Weil wir hier wahrscheinlich von oben kommen werden. Das habe ich immer von oben. Ich komme von oben. Ich habe das bei Far Cry 4 immer so gemacht. Ich habe immer meistens die Außenposten. Aha. Ist auch noch ein Lager. Guck mal einer an. Ich habe meistens die Außenposten von Far Cry 4. Habe ich meistens immer versucht, von oben irgendwie wegzusnipern. Alles pipapo. Und das war eigentlich immer eine gute Taktik. Und hier können wir eigentlich mal unsere Eule rufen. Nein! Uah. Das war die falsche Taste. Kannst du mal Leute markieren, bitte? Warum markiert er keine Leute? Ja, Warnung zu weit weg. Sonst noch jemand da? Da ist auch noch jemand. Da ist auch noch. Der könnte noch Hilfe rufen. Könnte man jemanden... Ah, man kann die starken Gegner natürlich nicht mit der Eule angreifen. Da ist auch noch jemand. Da hinten steht auch noch jemand. Lass mal schön markieren. So. Yeah. So, dann rufen wir sie mal zurück. Und dann schauen wir mal. Ist ein schickes Außenlager. Vor allem so auf einer Klippe und alles. Das, ja, macht viel her. Wir können eigentlich auch außen lang gehen. Weil hier oben ist es noch ein bisschen zu hoch, finde ich. Dann können wir nämlich hier noch ein bisschen schauen. Ja, haut mal ab, ihr Vögelchen. Die Blutspur geht auch hier lang. Ich würde gerne mal wissen, von wem diese Blutspur ist. Weil die führt ja hier komplett runter. Wen die hier so lange lang geschliffen haben und warum vor allen Dingen. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Hier auf dem Weg ist ja keiner, ne? Warte mal einen kleinen Moment. Musst du nochmal einen kleinen Moment abhusten. Nein, was machst du denn da? Nimm bitte den Bogen, genau. Okay, der würde natürlich nicht auffallen. Der steht da ganz einsam und alleine. Und der hier könnte, glaube ich, auch nicht auffallen. Die Patrouillen sind natürlich meistens immer die am schwersten sind. Weil die müsste man dort erwischen, wo sie alleine sind. Aber müssen wir mal schauen. Boah, wie cool die Dinger gemacht sind. Alter, schwer ist es. Ich liebe sowas, ich feiere das voll. Ich sehe sowas sehr, sehr gerne. Da drüben kommt man auch hin, guck mal an. Hätte man wahrscheinlich auch da runterklettern können. Hier kann man auch runter. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig, wo ich lang gehe, weil hier sind so viele Wege. Der eine steht hier drin, ne? Kann das sein? Oder wo ist der jetzt? Ah, ne, da steht der am Lagerfeuer. Aber der könnte gesehen werden von den beiden. Das heißt, wir müssen erstmal die Außen an den Brücken, ich nenne das jetzt mal hier Brücken, dass wir die erstmal wegkriegen. So, ich versuche mal hier so ein bisschen lang zu speaken. Sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky boy. Uah. Boah, Alter, das war knapp. Alter, das war so knapp, ne? Das war gerade so knapp. Ah, das ist, glaube ich, noch viel zu weit weg. Das könnte ich nicht schaffen. Steht da auch einer? Nee. Okay, so langsam nähern wir uns dem Lager. Das ist super. So. Okay. Okay, 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 okay. Ich mag diese Musik gerade. Ist voll geil. Hier ist auch nochmal ein Lager. So. Wo ist denn hier der... Da steht er, ne? Du
Hier unten steht keiner, aber dann wären wir wieder viel zu tief. Ich würde gerne hier hinkommen. So, mal gucken, wie wir... Oh. Kommen wir da irgendwie ungesehen hin? Oder sind wir dann schon viel zu nah dran? Ah, Mist, das Problem ist ja, die sind ja auf so einer Klippe, ne? Das, oder kommen wir da überhaupt? Warte mal, ich geh mal hier runter. Das war nicht gut, das war nicht gut. Aua, erstmal den Finger gerade biegen. Das Essen brauchen wir nicht. Ich würde schon sagen, was ist das denn? Wo ist denn der? Ah, hier steht der. Steht der in unsere Richtung? Ja, der steht in unsere Richtung, okay. Versuchen wir hier lang zu gehen. Ist auch noch ein Endtag. Wo kommen wir denn hier wohl hin? Ey, ist ja der Wahnsinn. Alter Schwede. Müssen wir auch noch alles erkunden. So, pass auf. Jetzt müssen wir schon. Okay, der guckt wahrscheinlich auch zu uns. Der auch. Den kriegen wir den von hier aus irgendwie ungesehen? Oh, der patrouilliert jetzt auch. Ach du heiliger Schausack. Ah, guck mal von da. Hat keiner gemerkt, ne? Oder? Nö. Ich glaube, hat keiner mitbekommen, dass der fehlt. Da sitzen sogar zwei noch im Lager. Schlimmste natürlich, wir müssen das Horn noch zerstören. Dass da keiner Hilfe rufen kann. Oben sind auch noch zwei und auch noch so ein Horn. Die gepanzerten würde ich mir gerne für den Schluss aufheben. Und der kann auch Hilfe rufen. So, natürlich jetzt erstmal gucken, wie wir das Ganze angehen. Ich muss mal schauen, dass wir vielleicht hier die beiden irgendwie oder das Horn vielleicht zerstören vorher. Aber wir kommen hier so gar nicht rüber, ne? Oder? Ich versuche mal mein Glück, warte. Alter. Jetzt sind wir schon mal drüben. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Oh, 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 der kommt hier. Oh, 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 oh. Haben wir eigentlich einen Nahkampfangriff? Ah ja, haben wir, ne? Wenn wir hinter ihm stehen. Wo ist der Körper? Wo ist der Körper? Komm her. Mal ablegen. So, der ist schon mal weniger. Der andere patrouilliert da hinten rum, ne? Das ist voll die Ingolenzenkamera schon wieder hier. Das ist unglaublich. Ja, und jetzt beobachten wir hier, ja, den Übeltäter. Und hier, und ja, ich... Oh, ach, hier ist auch noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Scheiße. Gott sei Dank hat er uns gar nicht. Gott sei Dank hat er uns nicht mitbekommen. Können wir. Der fällt nicht auf, wenn er hier fehlt, ne, oder? Ich nehme den mal mit, warte mal. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich leg dir mal hier hin. So. Und es wird Nacht. Macht das Ganze noch spannender, weil ich dann weniger sehe. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ein Horn haben wir sogar schon zerstört. Ihn würde ich jetzt gerne als nächstes mit... als nächstes mitnehmen, aber der Fette patrouilliert hier auch. Ich glaube, wir haben nicht alle... Ich glaube, wir haben nicht alle markiert. Verdammt, ich sehe fast gar nichts. Es ist so dunkel. Ihr seht genauso wie ich. Da ist noch jemand, den müssen wir noch markieren. Ah, okay. Wusste ich doch, da haben wir noch einen vergessen. Okay, pass auf. Der da hinten ist alleine. Da ist zwar der Gepanzerte in der Nähe, aber der wäre, glaube ich, noch am sinnvollsten, jetzt erstmal wegzusnipern mit dem Bogen. Weil der läuft nämlich schön in die Richtung. Wenn wir ungesehen bleiben von dem Dicken natürlich. Wenn wir ungesehen bleiben von dem Dicken... Ja, sehr schön. Und der liegt auch gut auf der Brücke, sodass ihn keiner sieht. So.
Den können wir natürlich nicht mit dem Bogen, den müssen wir nachher wegknüppeln. Oh, oh, scheiße, 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 scheiße! Ich wusste es. Verdammte Kacke. So, Mist aber auch. Waren noch Gegner in der Nähe gerufen? Ja, toll, ganz toll. Alle aus dem Bild. So, wo ist der nächste Kandidat? So, ihr braucht nie abhauen. Ihr braucht nie abhauen. So wie ihr das mit uns macht, mit dem Venya, machen wir das mit den Ulaus. So, ciao. So. Voll aus dem Bild. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Aua, Alter, die schmeißen schon wieder diese scheiß Bomben. Alter, ich hasse die. Ich hasse die. Ciao. Was mache ich denn? Ja. Heilen brauche ich nicht. Ist ein bisschen stressig gerade. Ich muss mal gucken, wo wer ist. So, voll aus dem Bild. Alter, oh, Alter. Oh, das war mies. Alter, das war... Boah, war das mies. Ich bin gleich tot. Boah, war das mies. Alter Schwede, war das gemein. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Muss mich nochmal heilen. Uah, nicht runterfallen. Uah. Whee! Tschüss. Ja, komm her. Hältst du davon, wenn du mal irgendwo hingehst, genau. Warte mal. Aua, Alter. Die mit ihren Scheiß-Wix-Bomben. Wo ist der, Alter? Uah. Sollte vielleicht nicht mehr jetzt auf den Bogen wechseln, sondern lieber auf die Keule. Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Willst du mich verarschen? Ach, da oben. Komm mal her. Ich hab da was für dich. Ich schmeiß... Ach, guck mal, das stimmt. Ich habe ja auch noch meine Zwille. Warte mal, da können wir mal ausprobieren. Wenn wir schon einmal dabei sind. Wie war denn das nochmal? Wie war das nochmal mit der Zwille werfen? Alter, die mit den Bomben, ne? Wie war das nochmal mit der Zwille werfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich den jetzt in Raserei versetzt oder so? Ich weiß es gar nicht. Da. Bäm! Da fliegt seine Maske erstmal voll vor der Fresse. So. Jawohl. Ringwall Außenposten. 6 von 15 haben wir beansprucht. Sehr schön. Feier ich. Yeah. So. Huh, das war natürlich ein bisschen knapp. Alter, das wird immer schwerer. Natürlich. Warte mal, das ist jetzt der... Ach, wir nutzen ja auch die ganze Zeit immer den Kurzbogen und nicht den Langbogen. Ich bin so schlau. Und ich wundere mich immer, warum ich die nicht aus der Entfernung treffe. Alter, ich bin so schlau. Habt ein Nachsehen mit mir, ich bin alt. So. Okay, jetzt haben wir hier den Außenbereich, haben wir natürlich sehr schön geklärt. Und dann schauen wir doch mal auf die Karte. So, da hätten wir zum Beispiel noch ein... Leuchtfeuer, aber ich würde gerne, bin ich ganz ehrlich, ich würde gerne hier bei dem Krieger würde ich gerne mal eine Mission machen. Da können wir mal eine Schnellreise hinmachen hier hinten. Dann können wir mal die Mission mal abgrasen. Wenn wir schon einmal dabei sind, machen wir da noch so eine Mission. So. Und Alter, weil ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß gar nicht, welche Folge das hier ist. Wie gesagt, ich nehme das Ganze hier immer noch an einem Stück auf. Und, nein, du sollst nicht zwischen Langbogen wechseln und Dings, sondern zwischen Langbogen und Keule. Ja, ich hätte schon wieder Keule gesagt. Ja, tut mir leid. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir wenigstens den... Was sind das für komische Geräusche? Die ich da gerade gehört habe, diese Höhlengeräusche.
Schön, dass die täglichen Rohstoffe im Belohnungslager gelandet sind, aber ich werde da nicht dran gehen. Ne? So, jetzt aber. Here we go. So. Fred Feuerstein haben wir gerade bekommen. Was? Wer quasselt denn da? Okay, der gehört zu uns. Der gehört auch zu uns. So, die Kälte sinkt ein bisschen wieder. Da ist wieder ein Riesenmammut. Es stürmt ein bisschen. Oh, wie nice das hier aussieht, alter Schwede. Wie nice. Das ist so geil. Mammuts lassen wir mal in Ruhe. Die können da ein bisschen Mammut sein. Weiß, was für ein geiles Ende das geben würde, wenn ihr bei Far Cry, ich weiß ja nicht, wie das mit der Story ist, wenn die nachher hier alles eingenommen haben, pipapo, und dann sieht man so einen Zeitsprung in die Zeit von heute, wie die sich so weiterentwickelt haben. Das wäre geil. Ach, das ist apropos, wir können ja mal wieder hier unser Gizmo rufen. Greif an, los! Guck mal, da abhaut. Feige Dreck, Mistsau. Entschuldigung. Feige dreckige Mistsau, Alter. Na, nein, 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 nein. Na, ach man, toll. Wo will er hin? Nehm ihn noch mit. Höhlenlöwe, haben wir jetzt Fell und Fleisch, das ist sehr schön. Brauchen wir bestimmt auch noch. Oh, oh, oh. Oh, da war ein Mammut. Ich hau ab hier. Was wollte ich gesagt haben? Oh, 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 geh weg. Ah, ciao. Ich will euch nicht suchen. Haut ab. Lasst mich. Lasst mich. Lasst. Oh, lasst mich doch. Ich hau ab hier. Oh nein, Gizmo, nein, Gizmo, nein. Achso, im Übrigen, apropos, um nochmal aufs Thema zu sprechen zu kommen mit dem Survival-Modus. Sobald ein Begleiter stirbt und man den nicht wiederbelebt, ist er für immer weg beim neuen Survival-Modus. Das ist auch so eine harte Nummer, das kommt auch noch mit dazu. Tushi. Hier für dich. Und lass den nächsten Mammuts in Ruhe. Mein Gott, wir haben dir nichts getan. Nee, nee. Zu Gizmo. So, also, weiter geht's. So, müssen wir gucken. Wo müssen wir denn... ich hatte doch gerade schon irgendwo den... Ach, da unten. Komme ich irgendwie... Okay, das muss... Mission ist nur mit Fähigkeit Mammutreiter verfügbar. Wir lernen die Fähigkeit Mammutreiter, um diese Mission freizuschalten. Was? Da müssen wir mal gucken. Mammutreiter. Wie werde ich denn hier Mammutreiter? Ah, hier. So, jetzt habe ich die Mission. Wo muss ich hin? Hier. Mama Udam Shazdar war Sagwarsch. Shazdar war Guijar Dausam. Udam zertrampeln. Aha. Finde das Mammut. Wir sollen also Manni finden. Manni das Mammut. So, mal gucken hier. Ich glaube, den Witz haben schon etliche Let's Player gemacht. Ich mache ihn natürlich auch. So. Dann schauen wir mal. Jetzt dürfen wir Mammuts reiten. Wie geil ist das denn? Feier ich ein bisschen. Nein, was wollte ich denn? Was mache ich denn da? Bleib mal, Gizmo, ich, dass sie immer so weit vorrennen muss, ich verstehe es nicht. Das gibt's nicht. Alter. Jetzt haben die mich schon wieder gesehen wahrscheinlich, ne? Oder auch noch nicht. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie uns gesehen haben. Versuchen wir erstmal hier. Alter, die Kälte, ne? Die bringt uns gleich um. Das wird so schwierig jetzt. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen hier... Oh, ups. Warte mal eben.
bisschen hier klar Schiff machen. Den da oben werde ich mal erstmal wegsnacken. So. Schickes Dorf. Da ist wieder Fred Feuerstein, denke ich mal. Da ist das Mammut, was wir brauchen. Okay, die sind noch gut im Schuss, immer noch am Suchen. Oh nein, Gizmo brennt. Nein, was? Wollt ihr mich verarschen? Alter, ihr zündet Gizmo an, dafür gibt's jetzt auf die Fresse. Wo ist er? Dafür gibt's jetzt richtig auf die Schnauze, Alter, du Penner. Ihr zündet nicht mein Gizmo an. So. Wir brauchen ein bisschen Wärme. Kann ich mich am Feuer stellen? Geht das? Ja, sehr schön. Komm mal her, Gizmo, ich halte dich nochmal. Bisschen Aufwärme hier am Feuer. So. Oh, schön warm. Oh, ist das schön gemütlich. So. Komm mal, Gizmo ein bisschen heilen. So, die Penner, ey. Da zünden die einfach mal hier unseren Begleiter Gizmo an. Ich glaub's nicht. Hab ich's eingesammelt? Nein. So, jetzt. Steiger und das Mammut. Ich steige auf das Mammut, ja. Aber erstmal nehme ich ein bisschen Fred Feuerstein mit. Warte mal. Ah, nee. Nordschwarzstein ist das. Ah, ja. Komm ich da einfach so rein? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Toll. Ja, drei angreifen. Okay, sprinten. Aber wir müssen ja alles zerstören, sehr schön. Ein bisschen was zum Aufräumen. So, müssen wir ein bisschen Überblick gewinnen hier. Ist so ein bisschen wie Destruction Derby, muss ich sagen. So, knöcheren Bäume müssen wir zerstören, das kriegen wir hin. Alter. So, haben wir noch einen Baum? Ist da noch irgendwo hinten ein Baum? Ist hier noch irgendwo ein Bäumlein oder so, den wir zerstören müssen? Da ist auch noch was am Leuchten. Hier haben wir schon.
Hier sind Gegner. Aber ich frage mich, wo wir... Wo finden wir denn hier... Ah, hier, bestimmt. Ja, sehr schön. So. Reite das Mammut zu seiner Herde. Okay. Dann wollen wir mal. Jawohl, Mammut reiten. Hier bist du richtig. Steige vom Mammut ab. Absitzen. Sehr schön. Oh, Alter, was? Was? Alter, ich habe euch gerade euer Mammut gebracht. Fickt euch. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben zertrampeln abgeschlossen. Alter, was? Da wollte die Mutter von dem Mammut einfach mal hier mich erledigen. Ich glaub's ja wohl. Was? Oh nein, ihr tötet schon wieder Gizmo. Ich glaub's nicht. Ich hab dem Mammut nichts getan. Wir sollen abhauen. Und wir werden so erfrieren. Ich werde mir mal die Fackel anzünden. Warte mal. Ich glaube, dann wird es mir ein bisschen wärmer. Hier, Gizmo, ich lasse dich nicht alleine. Ich mach sowas nicht. Weißt du, da reiten wir das Mammut und bringen es zurück zur Herde und werden trotzdem von der Mutter irgendwie getreten alles. Verdammt, ey. So ein Mist aber auch. Naja, gut. So. Hallo? Haben wir genug Pfeile? Ah, können wir ein paar Pfeile noch herstellen, siehst du? Bienenschwarm, sowas, alles, das brauchen wir noch. Wie gut, dass wir die Keule angezündet haben, da wird uns ein bisschen wärmer ums Herz. Ein bisschen wärmer, wärmer. Wärmer, wärmer. Und das hier voll, du kannst nichts mal nehmen. Ich schau mal eben auf die Karte, wo wir hier gerade sind. Ja, pass auf, wir gehen mal wieder zurück zu unserem Dings. Ich mach mal eine Schnellreise zu unserem... Nein, nicht Webung. Nein. Schnellreise. Zu unserem eingeborenen Dorf. Und gucken mal, ob wir da vielleicht ein bisschen was bauen können, weil wir haben ein paar Sachen auch gesammelt und alles. Und ob wir da vielleicht jetzt unser Dorf erweitern können? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, müssen wir da mal gucken. Auf jeden Fall ist die Bevölkerung natürlich auch gestiegen. So. Diesmal laufe ich nicht durchs Feuer. Das ist schon mal sehr schön. So. Und dann gucken wir nochmal. Hier ist uns auf jeden Fall warm. Das ist... Was? Ja, ist okay. Gleich. Oder später vielleicht. Jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Hatten wir jetzt eigentlich alle Hütten schon so weit ausgebaut gehabt? Okay, da fehlt uns noch jede Menge. Hatte eigentlich jeder schon eine Hütte bekommen? Ah ja, stimmt. Er hatte auch schon eine Hütte bekommen. Da ist auch Mission. Ein Streifenwolffell und Nordton. Da unten ist auch noch eine Mission. Alter, wie viele Missionen hier sind. Da können wir auch die Hütte ausbauen. Ich glaube, soweit hat eigentlich jeder schon fast seine Hütte bekommen, ne? Was war denn da? Alter, wie geil das aussieht. Soll das ein Bett sein? Okay, da kann man noch nicht upgraden. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier oben? Haben wir hier oben noch irgendwie... seltenes Löwenfell fehlt uns da noch. Alter, das gibt's doch gar nicht. Hier können wir auch eine Mission wieder annehmen. Oder da unten. Wir haben so viele Missionen, die wir annehmen können. So. Auf jeden Fall war das definitiv eine sehr gute Reise hier, die wir wieder begangen haben. Mein Gott, was für tolle Sachen wir wieder erlebt haben. Ist ja unfassbar. Ich würde sagen, wir sehen uns. Wir machen jetzt hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Ich werde die Folgen dann mal bearbeiten, hochladen und dann werde ich dann wahrscheinlich vielleicht heute nochmal weiter aufnehmen. Aber so, dass ich die ersten Folgen mal wieder online habe. Für dich weiß ich gar nicht, wann das sein wird, wann diese Folge rauskommen wird. Keine Ahnung, wirst du ja sehen, wirst du ja hören. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Far Cry Primal und, ja, dann bis demnächst. Tschüss!